Okay. Und da auch. Das muss ich aufpassen. Ah, okay. Das hatte ich nicht gesehen. Das passt. Und da, das ist wahrscheinlich von dem hier. Kann ich den da eigentlich weghauen? Nein, den kann ich nicht weghauen. Dann haben wir nur noch den da unten. Ah, okay, den kann ich jetzt nicht holen, ansonsten falle ich nämlich, komme ich nicht mehr hoch. Dann kommt jetzt hier noch eine Fackel hin und dann war's das. Dann gehen wir jetzt dort hoch und machen. Nein, Moment mal, wir haben ja da hinten auch noch was. Das würde ich vorher auch gern machen. Ihr habt wahrscheinlich gerade das erste Mal gesehen, dass jemand das wirklich macht, die Lava da komplett aus dem Bedrock rausholen, oder? Würde mich nicht wundern. Ich bin vermutlich der Einzige, der so verrückt ist. So, hier gab es doch irgendwo noch. Hier! Das hier gibt es noch. Das will ich auch noch machen. Und danach kümmern wir uns um den Lavasee dort oben. Okay, jetzt hätte ich wieder ein bisschen Zeit. Momentan jetzt nicht, ist es nicht gefährlich. Also nicht. Gar nicht, nein. Jetzt könnte ich mir wieder ein Thema überlegen, wollte ich gerade sagen. Aber was? Okay, jetzt bin ich hier. Das wird wahrscheinlich jetzt gleich alles aufgemacht. Dann muss ich da wieder gleich zumachen. Wie weit geht das noch? Okay, ich glaube, das reicht. Dann mache ich hier jetzt schnell zu. Holen wir uns den da, den brauchen wir hier nicht. So, so machen wir zu. Möglichst von der anderen Seite. Ja, bis auf den hier jetzt. Und hier noch. So. Fackel drauf und gut ist. Machen wir hier weiter. Was könnte ich denn erzählen? Lag, lag, lag. Zum Glück habe ich die Shift-Taste gedrückt gehabt. Sonst wäre ich jetzt vermutlich gestorben. Mir fällt gerade spontan schon wieder nichts ein. Ich meine, was könnte ich denn erzählen? Ach Mann. Wenn die Teamsuche doch nur nicht so schwer wäre. Geht es euch eigentlich auf die Nerven, dass ich dauernd darüber jammere? Also mich beklage, dass die Teamsuche so schwer ist? Würde ich mich mal interessieren. Schreibt es doch in die Kommentare einfach. Jetzt haben wir das geschafft. Ich hoffe, das geht nicht allzu tief. Sieht zumindest gut aus. Hier fängt es jetzt an. Hier eine Fackel. Okay, aber es geht nicht allzu weit. Ich gehe gerade alles durch, was ich heute schon erzählt habe, um irgendwas zu finden, einen Anhaltspunkt zu finden, was ich vergessen haben könnte. Also ob ich was vergessen haben könnte. Aber mir fällt nichts ein. Das war wieder knapp. Hm.
Also ich kann es nur noch mal erwähnen, ich bin euch wirklich für jedes Thema, das ihr mir gibt, dankbar. Ihr seht ja selbst, wie schnell ich über ein Thema reden kann, also wie schnell es mir ausgeht. Wenn ich mal ein gutes Thema habe, dann hält es vielleicht höchstens eine Stunde. Durchschnitt ist wahrscheinlich eher eine halbe Stunde. Und die meisten schaffe ich sogar schon in 10 Minuten durchzuquatschen. Daher bin ich für jedes Thema, das euch interessiert, dankbar, wenn möglich. Eins, über das man länger quatschen kann. Aber natürlich auch jedes, das, über das man in 10 Minuten oder so durchquatschen kann. Ich werde mit Sicherheit auch irgendwann mal bei Gronkh, kenne ich das ja, der macht ab und zu so, oder hat zumindest bei Minecraft so Twitter-Runden gemacht. Die werde ich bestimmt auch machen. Wen das interessiert, der sollte mir also schon mal bei Twitter folgen oder bei Facebook, vielleicht Facebook-Runden, weiß ich jetzt noch nicht so. Wobei, vielleicht doch eher Twitter, weil Facebook benutzen viel zu viele. Und Twitter nicht so ganz so viele. Das heißt, bei Twitter hätte ich weniger Leute. Das wären dann zwar weniger Kommentare, aber es kommt wieder darauf an, wenn ich viele Abonnenten habe, dann ist Twitter besser, wenn ich weniger Abonnenten habe, dann ist doch tatsächlich Facebook besser. Momentan wäre also eigentlich Facebook besser. Aber sowas wird sich auch erst, wenn man eine gewisse Community hat. Bisher bei Facebook folgen mir, glaube ich, 5 Leute. Und ich glaube, die kenne ich alle privat. Bei Twitter folgen mir 6 Leute. Und davon kenne ich nur einen einzigen privat, und das ist Darius. Von dem her lohnt sich also Twitter eigentlich doch besser. Weil ich da mehr Leute erreiche als in Facebook. Naja, jetzt muss ich das tatsächlich noch ein bisschen weiter weg bauen. Ich hoffe, das reicht so. Könnte reichen. Ich brauche hier auf jeden Fall noch eine Fackel. Und das interessiert euch dann vielleicht auch. Ich kann ja mal erzählen, ich habe letztens mit Buttercake LP, also ich glaube League of Legends heißt da Ego. Oh geil, so viel Eisen. Also Ego 11 oder sowas. Irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mir nur da und Buttercake LP merken. Mit dem habe ich letztens, mit ihm und Darius habe ich und Ghoul sogar in einem. In einem mit Ghoul, in einem ohne Ghoul, aber beides mal mit Darius und beides mal mit Buttercake LP, habe ich League of Legends aufgenommen, und ich hoffe, die Folgen sind schon draußen, wenn ich das hier erzähle. Also die League of Legends Folgen. Und der ist 12 Jahre alt. Der schreibt ja auch immer wieder auf Minecraft, in Minecraft ein paar Kommentare. Und ich hoffe, ich darf das erzählen, dass du 12 bist. Moment, ich hab's aber, glaube ich, knapp. Ich glaube, ich hab's sowieso in League of Legends auch erzählt, also wäre es vollkommen egal, ob ich es hier erzähle oder nicht. Und ich glaube, er hat eines seiner ersten Let's Plays mit mir aufgenommen. Das hat er auch aufgenommen. Das hat er sofort hochgeladen, während wir das zweite aufgenommen haben. Das fand ich schon ein bisschen krass. Aber egal, wenn es funktioniert, wieso nicht? Und der hat das, ich muss zugeben, wir haben dann fast eine Stunde lang auf jemanden gewartet, der in einem, nein, nicht eine Stunde, eine halbe oder dreiviertel Stunde höchstens. Eine Dreiviertelstunde hat das Spiel gedauert, ja, eine halbe Stunde haben wir ungefähr gewartet. Auf jemanden, den Darius und ich kannten, der auch öfters gerne mit uns spielen möchte. Und er hat aber nicht geantwortet. Und er hat einen Rank gespielt, hat gut gesagt, keine Ahnung, woher er das weiß. Es gibt anscheinend irgendeine Seite, wo man das nachsehen kann. Und hat er nachgesehen und hat er gesehen, dass er Ranked spielt. Und er hat dann auf unsere
Kommunikationsversuch hat er nicht geantwortet und erst nach dem Spiel hat er dann geantwortet und meinte, ja, er geht jetzt pennen, es tut ihm leid, dass wir auf ihn gewartet haben. Gut, kann er natürlich nichts dafür, sein, er hat mit Absicht nicht darauf geantwortet, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Und die Zeit hat Buttercake AP genutzt, hat der Buttercake genutzt, um mir ein paar Fragen zu stellen und die habe ich ihm auch gerne beantwortet. Also ich glaube, es waren 2 oder 3. Mir sind ihm spontan nicht eingefallen. Fand ich aber lustig. Und auch irgendwie cool. Und sowas könnt ihr auch gerne machen. Also wenn ihr mal Lust habt, mit mir Leute zu spielen oder sowas oder mit mir aufzunehmen, also in League of Legends meine ich jetzt in erster Linie oder im Let's Build dann, später auf dem Minecraft-Server, dann könnt ihr auch gerne Fragen stellen, also habe ich kein Problem mit. Oder bei Twitter-Runden oder so, immer her mit euren Fragen. Auch in den Kommentaren, immer her mit euren Fragen. Ihr seht es ja selbst, ich lese oft Kommentare vor, besonders hier in Minecraft. Gut, in Arena muss ich feststellen, gehe ich fast nie auf Kommentare rein, kriege ich auch fast die Kommentare. Und ich sage auch nie was, dass ihr in die Kommentare etwas schreiben sollt. Aber da sieht man wieder die krassen Gegenteile. Arena und Minecraft. In Minecraft lese ich in fast jeder Aufnahme Kommentare, besonders in den letzten Aufnahmen, in jeder habe ich Kommentare vorgelesen. Hey. Toll. Schon wieder 18 Eisenherz, finde ich geil. Und in Arena kriege ich kaum Kommentare. Und gehe auch nie darauf ein. Ich frage euch auch nicht dauernd. In Arena ist es meistens so, entweder ich kämpfe gerade oder ich erkunde gerade oder ich erschrecke mich. Oder ich gehe einkaufen oder sowas und da habe ich eigentlich immer was zum Erzählen. Also nicht zum Erzählen, sondern zum vor mich hinplappern. Oh Gott, da ist eine Spinne. Oh Gott, da ist ein Skelett oder, na gut, oder was weiß ich, ein Steingolem. Und und dann sage ich immer wieder sowas wie, jetzt stirbt doch endlich und so weiter. Typischen Kampftexte. Und da rede ich eigentlich kaum. Habe ich auch kaum Themen. Aber wenn mir Themen vorgeschlagen würden in der Arena, würde ich die natürlich auch durchgehen. In den Kommentaren. Ich habe das ursprüngliche. Ich bin jetzt mit dem Satz hier fertig und mit dem Thema Kommentare in. Ich habe vergessen, was das ursprüngliche war, wie ich darauf gekommen bin. Das war über Buttercake AP. Die hat mir Fragen gestellt. Wie bin ich darauf gekommen? Twitter-Runden. Wie bin ich darauf gekommen? Oder war das einfach schon das Thema, das ich mir gesucht hatte? Twitter-Runden. Ich glaube, das habe ich. Das Thema habe ich mir wirklich rausgesucht gehabt. Das heißt, ich kann nichts zurückverfolgen. Mist. Das heißt, ich bräuchte ein neues Thema. Sei Mist. Überlegen wir uns mal eins. Habe ich hier noch eine Fackel? Nein. Was könnte ich denn nehmen? Ah, da ist schon wieder der Bedrock. Ich hoffe, dabei bleibt es auch bei dem Bedrock. Ja, okay. Mindestens eins müssen wir noch in die Tiefe. Aber das ist hier wenigstens nicht so groß. Wow! Hatte ich tatsächlich vergessen, eins oder war da kein Stein drunter? Nein, der kommt ja weg. Hierher. Ja, was könnten die sonst noch erzählen? Keine Ahnung, also wie gesagt, um Fragen bin ich euch dankbar, egal welche Art. Okay, ganz egal, jetzt doch nicht. Ja doch, stellen könnt ihr sie. Also ihr könnt meinetwegen fragen, was ihr wollt. Das ist mir scheißegal. Also vollkommen egal, aber
erwartet nicht auf jede Frage eine Antwort. Also es gibt Fragen, bei denen ich sage, okay, ich habe sie gestellt, aber die beantworte ich nicht. Und es gibt Fragen, bei denen ich sage, wie hast du die Antwort? So einfach ist es. Generell muss ich jetzt sagen, ich behaupte, ich bin ein Mann, der mit Ausnahme von kleinen Spaßlügen zum Beispiel, ich hab dich jetzt nicht in die Seite gepiekst oder so. Oder, also das war der da, oder mit so Sachen wie, mit so Überraschungslügen wie, nee, das ist nicht dein Geburtstagsgeschenk, das ist, gehört dem und dem, und dann ist es aber doch das Geburtstagsgeschenk, bloß weil ich es aus Versehen gefunden habe, oder er. Das sind halt so kleine Notlügen, sag ich jetzt mal, die keinem wehtun, sondern eher der Überraschung dienen, oder dem Spaß. Aber davon mal abgesehen, sage ich, ich bin ein Mann, der nicht lügt. Ich meine, was bringt's mir das? Gar nichts. Die Wahrheit kommt sowieso immer ans Licht. Also einfach nicht lügen. Stattdessen kann man es ja auch anders machen, nämlich einfach verheimlichen. Also gar nichts darüber sagen. Ich meine, wenn dich jemand fragt, dann sag's einfach, will ich nicht sagen. Fertig. Lag. Plötzlich bin ich um 180 Grad gedreht. Ich meine, da muss man nicht lügen, da muss man gar nichts lügen. Man kann einfach nur sagen, das möchte ich nicht sagen und fertig. Oder das werde ich nicht sagen und fertig. Wieso immer lügen? Das verstehe ich nicht. Ich meine, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Zum Beispiel, wenn es jetzt nachts bei Party gemacht hast und so weiter und deine Freundin ist eifersüchtig und fragt, wo warst du letzte Nacht? Und du willst sie nicht sagen, weil sie sonst noch mehr eifersüchtig wird. Was weiß ich, weil du mit ein paar Mädels getanzt hast oder so. Oh. Oder so. Dann sagst du halt einfach, will ich nicht sagen und fertig. Gut, dann ist sie zwar stinksauer und du hast Pech gehabt, aber Lügen ist noch schlimmer. Also kommt dich besser gesagt noch teurer. Wie wenn du es einfach nicht sagst. Der Meinung bin ich zumindest. Und deshalb lüge ich auch nicht gerne. Gut, andere Sachen sind, wenn man lügt und man weiß es nicht. Wenn man praktisch etwas erzählt bekommt und man bezieht sich darauf und das war aber eine Lüge. Man hat das dann immer wieder wiederholt und so weiter und verbreitet und dann praktisch Lügen erzählt, ohne es zu wissen. Das ist natürlich wieder etwas komplett anderes, finde ich jetzt. Wie wenn man sich hier Lügen ausdenkt oder so. Hey, nochmal Eisen. Ach, da brauche ich ja gar nicht. Hier, Eisen und Kohle. So viel Eisen, so viel Kohle. Wie seht ihr das? Lügt ihr, also erstmal, lügt ihr oft? Und seid bitte ehrlich, weil ich meine, eine Antwort, lügt ihr oft, ja oder nein, das macht es hier in YouTube vollkommen egal. Ich meine, wer kennt euch schon? Wer wird jemals euren Kommentar von denen, die ihr kennt, hier lesen? Und selbst wenn, dann kannst du ja behaupten, es war eine Lüge, wenn du ja geschrieben hast. Weil ich meine, das unterstützt das ja dann zwar nur noch, aber könntest sagen.